Wie spät ist es denn jetzt? Ein Cup machen wir noch und dann ist Feierabend. Das haben wir schon. Den hatten wir jetzt gerade, glaube ich. Dann wäre der jetzt dran. Genau. Die Elektrostraße, die ist voll 80er. Cool, los geht's. Wollte ich auch drauf stoßen wegen der Thematik. Ja, genau. Das habe ich schon entdeckt. Squid-Spiele sind natürlich immer gut. Nein, leider sind bis jetzt die meisten Spiele mit Tintenfischen in der Hauptrolle, die ich getestet habe, echt nicht gut. Sonst hätte ich schon mehr davon gezeigt auf dem Kanal natürlich. Aber die paar, die ich da gefunden habe, sind eher nicht so gut. Eben die Cthulhu-Spiele sind da noch die besten Vertreter. The Stinking City und so. Ich bin auch gespannt, ob in Zukunft demnächst nochmal Ubisoft und Nintendo-Kooperationen irgendwie angekündigt werden. Weil da ging es ja relativ soft los, relativ harmlos, dass irgendwie Bowser und Donkey Kong Skylander wurden. Bowser und Donkey Kong waren dann in speziellen Varianten Skylander in den Skylander-Spielen. Konnte man als extra Skylander-Figuren kaufen und so. Als sie das angekündigt haben, dachte ich schon, dass Skylander in Zukunft Amiibos unterstützt. Und da hätte ich sowas von Skylanders gekauft. Aber nee, es gab nur zwei Skylander, die eben dann Bowser und Luigi waren. Und ich glaube nicht mal die Bowser und Donkey Kong. Und ich glaube nicht mal die Bowser und Donkey Kong Amiibos konnte man dann nutzen. Man musste extra die Skylander kaufen. Glaube ich. Bin mir aber nicht sicher. Auf jeden Fall war es ein Scheiß. Für mich zumindest. Schade. Und dann kam ja eben das wirklich großartige Mario X Rabbit Kingdom Battle oder wie auch immer das gleich nochmal heißt. Das XCOM im Mario oder im Rabbit-Universum mit Mario-Figuren. Das wirklich gut war. Richtig gut. Das war toll. Das hat mir gefallen. Und mit Starlink kam ja dann auch nochmal die Star Fox-Lizenz. Und zwar eigentlich ziemlich gut, finde ich. Das Spiel ist zwar relativ gefloppt, was auch daran liegt, dass die Preise für die Spielzeuge, also das war so ein Toys-to-Life-Spiel, man musste da die Raumschiffe und Piloten und sowas kaufen. Die Preise dafür waren erstens zu teuer, zweitens konnte man die ganzen Sachen auch digital kaufen, aber auch in digitaler Form war das viel zu teuer einfach alles. Das ist alles ein bisschen gefloppt, war aber eigentlich ein gutes Spiel im Kern. Und ich würde fast sagen, seit dem Original Star Fox, eins, wenn nicht das beste Star Fox-Spiel. Und ich glaube, die haben dann nämlich nur für die Switch noch mehr DLCs gebracht, auf den anderen Konsolen nicht mehr, weil ich glaube, dass das auf den anderen Konsolen ziemlich krepiert ist, das Spiel. Und nur auf der Switch hat es sich wahrscheinlich wegen den Star Fox-Figuren ein bisschen besser verkauft. Da kamen dann auch noch die anderen Star Fox-Mitglieder als extra Freunde, Dinger, Kämpfer, Flieger, Piloten und so. Genau. Eigentlich echt kein schlechtes Spiel. Kein schlechter Weltraum-Arcade-Shooter irgendwie. Aber an der Monetarisierung gescheitert. Leider. Naja, und seitdem frage ich mich, ob da noch was kommt. Weil Ubisoft hat jetzt zweimal bewiesen, auch wenn das zweite jetzt kommerziell vielleicht nicht so erfolgreich war, aber zweimal bewiesen, dass die durchaus gute Spiele mit Nintendo-Lizenzen machen können. Und da hätte ich mich schon drauf gefreut, was die als nächstes zeigen. Aber seitdem hat man leider nichts mehr gesehen. Schade. Gegen so ein Mario vs. Rabbids Kingdom Battle 2 hätte ich zum Beispiel nichts. Auf dem XCOM 3 würde ich mich natürlich auch freuen. Die XCOM-Macher haben ja gesagt, dass die das Mario vs. Rabbit Kingdom Battle Spiel ziemlich cool finden und da einige Sachen sich für einen potenziellen Nachfolger abgeguckt haben. Also würde mich das interessieren. Das hat ja auch wirklich sehr viele gute Ideen.
Das hat das Grundkonzept, wirkt sehr stark wie eben XCOM auf jeden Fall. Aber der ganze Basenbau ist weggefallen, leider, aber gut. Aber in-game hatten die sehr viele echt clevere Ideen in dieses Spiel eingebaut, das wirklich alles sehr eigen und frisch und anders gemacht hat. Das hat Ubisoft schon echt cool gemacht. Das war ja scheinbar so, habe ich gelesen, dass Ubisoft Nintendo quasi schon ein relativ vorzeigbares Spiel gezeigt hat als Pitch. Die haben gesagt, hier, guck mal, das würden wir gerne machen, ist das nicht cool? Und dann hat Nintendo gesagt, ja, ist schon cool, aber wo habt ihr denn die Charaktermodelle her? Wir haben die euch ja gar nicht gegeben, wir haben die nicht freigegeben. Und dann haben die gesagt, ja, die haben wir selber gebaut. Und die haben die Mario-Charaktere so originalgetreu selber nachmodelliert, dass Nintendo meinte, die hätten denen die Charaktermodelle geklaut. Und das hat die dann, laut Erzählung von Ubisoft, so beeindruckt, dass sie gesagt haben, okay, dann mach das. Das ist cool. Schöne Geschichte. Oh nein. Das war nichts. Verzieh dich, du Loser. Wer sich mit dem Drachen anlegt, kriegt sein Feuer zu spüren. Das mit am besten Star Fox, sag ich auch, sagte Clun. Ja, ich finde wirklich, also gerade als Star Fox-Spiel war das eigentlich nicht schlecht. Alle anderen Charaktere in Starlink habe ich gehasst. Alle. Aber die Star Fox-Charaktere waren natürlich super. Oder mit einem Blooper auf einem Yoshi reiten. Ach so, ein Mario-Spin-Off mit einem Blooper in der Hauptrolle. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Star Fox Zero wäre auch top gewesen, wenn die Steuerung nicht so verhunzt wäre. Das war ja das Problem eben leider. Von Lilith Wars würde ich sofort ein Remastered nehmen. Aber wirklich, ich auch. Auch wenn ich kein Fan von Remastered bin. Na, es kommt immer drauf an. Ich finde gerade von sehr alten Spielen, wenn die sehr gut und gleichzeitig sehr originalgetreu, respektvoll umgesetzt werden, finde ich Remastered eigentlich super. Aber wenn halt dann irgendwie 3 Jahre später gefühlt eine HD-Remaster-Version von irgendwas kommt, dann fühlt sich das so ein bisschen nach Money Grab an und weniger nach irgendwas Sinnvollem. Die besten Third-Parties für Nintendo kamen immer noch von Capcom. Die haben wirklich echt auch sehr gute gemacht, das stimmt. Die Zelda-Capcoms waren gut, alle drei. Und Resident Evil 4, im Grunde mindestens ein Jahr Nintendo-exklusiv, wenn nicht länger. Das allein schon. Und das Remastered von Resident Evil 1, das ja quasi immer noch die Grundlage für das aktuelle HD-Remaster ist, das war auch ein sehr gutes Remaster von dem Originalspiel. Das war super. Capcom ist überhaupt super. Capcom ist einer der wenigen Publisher, die ich fast immer durch die Bank gut fand. Auch wenn die natürlich auch mal so Rohrkrepierer dabei hatten, aber die sind immer noch cool und waren auch damals schon cool. Schade, dass Konami... Mal schauen, ob Konami sich nochmal fängt. Seit Kojima weg ist, scheint die ja irgendwie so ein bisschen nicht mehr so gesund zu sein, aber mal schauen. Gute Nacht, Cluedo. Mach's gut. MMX. Immer noch einer meiner absoluten Favoriten. Was ist denn MMX? Für den 3DS gab es auf jeden Fall ein Lilith Wars. Das hat mir persönlich damit sehr gut gefallen. Auch wenn es das Konzept sehr aufgebrochen hat. Aber das war
Das hatte im Grunde, glaube ich, nur so offene Schlachtfelder, die man so im Free-Roaming-Modus bekämpft. Und das war noch ein bisschen arkadiger vom Gefühl her, glaube ich, wie die anderen Star Fox eh schon sind. Aber das hatte sehr viel verschiedene Story-Stränge und ging teilweise weit in die Zukunft, wo man dann plötzlich die Kinder des Original-Star-Fox-Teams spielt. Oder hat ganz bizarre Züge genommen, dass dann quasi plötzlich Star-Fox-Charaktere im Star-Wolf-Team auftauchen und so weiter. Je nachdem, wie man sich entschieden hat und wie man die Mission gespielt hat, konnte das sehr extrem verzweigte Storys so entwickeln. Das hat mir gefallen. Das war cool. Aber ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Steht hinter mir im Regal. Nochmal. Star Fox Command hieß es. Von Capcom fand ich die DLC-Politik von den neueren Street Fighter-Games räudig, wo alle DLCs schon auf der CD waren und hinterher eine Paywall. Ja, sowas fühlt sich immer nach echt Betrug an, wenn die Inhalte schon im fertigen Spiel sind, aber man packt dann einfach eine Paywall davor, muss es freikaufen. Das... Ich weiß nicht, wie weit das auch irgendwie legitim ist oder so, keine Ahnung, das will ich gar nicht beurteilen, aber es fühlt sich auf jeden Fall einfach nach Abzocke an, auf jeden Fall. Das war ja bei Mass Effect 2 oder was 3 auch so, dass dieser Begleiter von dieser alten Alien-Rasse da auf dem Spiel, im Spiel schon war und mit Mods konnte man den auch freischalten, aber hat halt ansonsten 20 Euro gekostet oder sowas. Ja, das ist blöd. Mega Man X. Ah, okay. Die Mega Man-Spiele sind sowieso super. Mega Man X war... Ich mochte ja schon die alten Mega Man-Spiele, aber damals, als es neu war, hat mich Mega Man X schon heftig geflasht, weil es einfach so cool war im Vergleich zu den vorherigen Mega Man-Spielen. Mit den ganzen Upgrades und Supermoves und die Grafik und die Action. Das war einfach der Shit auf dem Super Nintendo, als das neu rauskam. Das war wirklich so von den alten Mega Mans auf Mega Man X so ein gewaltiger Sprung gefühlt. Das war irre. Bei Smash, wo das nachgereicht wird, finde ich das legitim. Ja, aber ich bin deswegen so am Zweifeln, wie ich das beurteilen soll, weil möglicherweise wurde auch zum Beispiel jetzt eben bei Smash schon parallel zum Hauptspiel an DLCs gearbeitet. Die waren halt nur nicht so doof, dass sie die am Anfang schon ins Spiel packen. Also nur rein hypothetisch, sowas könnte ja sein. Vielleicht ist das irgendwie auch normal oder vielleicht sagt man dann auch, okay, die sind noch nicht ganz fertig, die haben wir zum Release nicht hingekriegt, aber so gut wie fertig reichen wir dann als DLC nach oder so, keine Ahnung, ich weiß es nicht, deswegen weiß ich nicht. Ich habe da keine so eindeutige Meinung, dass ich sage, das ist grundsätzlich scheiße, wenn man Sachen hinter einer Paywall versteckt, weil vielleicht gibt es dafür irgendwie plausible Gründe. Vielleicht sagt man von Anfang an von der Planung her, dieses Team stellen wir ab, damit es jetzt schon DLCs macht, damit ihr euch alle danach gleich auf was anderes konzentrieren könnt. Das einfach nur vorgearbeitet wird quasi von der Planung her. So Sachen wären ja denkbar und irgendwie dann auch wieder legitim, finde ich. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, finde ich auch, es hat so ein Geschmäckle einfach. Es fühlt sich so an, als würde halt der Publisher sagen, ja, cooles Spiel, aber wie wäre es denn, wenn wir statt 60 Euro 100 Euro dafür verlangen? Wink, wink. So fühlt es sich halt an und das ist halt einfach dann scheiße. Und das ohne die Super Gold Special Digital Edition, wo man dann irgendwie goldene Hosen und die Shotgun schon 10 Minuten früher kriegt. Dann kostet es ja nochmal 100 Euro mehr.
Das ist schon krass, oder? Diese Premium Digital Editions, die dann teilweise wirklich 90 Euro kosten. Und dann hat man irgendwie 5 Heiltränke, eine goldene Rüstung und das Schwert von Quachutsu, das genauso ist wie das Standardschwert von Quachi, nur in Rot. Das ist halt, ja. Aber ich meine, muss man ja nicht kaufen, aber trotzdem ist das schon auch irgendwie, teilweise sind das unverschämte Angebote, finde ich. Und ich hasse es. Ich hasse, dass es die Angebote gibt. Nicht, weil ich die kaufen würde, sondern weil ich weiß, dass es theoretisch Inhalte in dem Spiel gibt, die ich nicht habe. Und damit fühlt sich das Spiel unvollständig an. Und selbst wenn es nur, wie gesagt, goldene Unterhosen für den Hauptcharakter sind, habe ich das Gefühl, ohne diese goldenen Unterhosen ist das Spiel nicht vollständig und damit für mich nur halb so viel wert. Und ich habe dann auch nur halb so viel Spaß mit dem Spiel, weil mir jetzt diese blöden Unterhosen fehlen. Ich hasse das. Spiele, die überhaupt eine Premium Edition haben, lehne ich deswegen schon ab, weil ich weiß, mich wird das von. Die ganze Zeit wird mir im Hinterkopf das wird mich das nerven, dass es theoretisch und wenn auch noch so bescheuerte Inhalte gibt, die ich nicht in meinem Vollpreisspiel habe. Und das nervt mich. Oh, gemein. Da. Wer sich mit dem Drachen anlegt, kriegt sein Feuer zu spüren. Der Smash Season Pass war auch noch verhältnismäßig günstig. Ich finde auch, die Monetarisierung von Smash Brothers ist in Ordnung. Für, ich glaube, wenn man die einzeln kauft, ein Fünfer, oder? Kriegt man einen Kämpfer, ein Stage, ganz viel Musikstücke. Das ist in Ordnung, finde ich. Einigermaßen. 4 irgendwas oder so. Und im Season Pass dann nochmal, fand ich auch nicht schlimm auf jeden Fall. Ich glaube, Nintendo würde es sogar kostenlos nachreichen, falls was noch nicht fertig ist. Und ganz hart gesagt, Nintendo traue ich das nicht zu, dass die einen so die Nase drehen. EA Cash Grab, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wie war denn das auf Smash Brothers für Wii U? Da wurde ja Mewtwo nachgereicht, weil Mewtwo eben nicht fertig wurde. Aber war der dann schon ein DLC-Charakter oder kam der noch kostenlos? Da bin ich mir nicht mehr sicher. Das war noch vor den richtigen DLC-Figuren dann, aber da bin ich mir jetzt echt nicht mehr sicher. Der Breath of the Wild Season Pass fühlt sich für mich schon nach Verarsche an. Also, von dem bin ich auch nicht begeistert, aber wie teuer war denn der? Da habe ich jetzt gerade keinen Preis mehr im Kopf. Aber ich finde, einige Features hätten auf jeden Fall kostenlos nachgereicht, beziehungsweise eigentlich schon von Anfang an dabei sein sollen. Auf jeden Fall, finde ich. Ja, Assassin's Creed, ich kann mich erinnern. Mein Gott, da haben die aber wirklich ausgelotet, was die an unverschämten DLC-Konzepten so durchkriegen. Und an unverschämten Sonderzahlungen. Da haben die aber wirklich ausgelotet, was geht bei Assassin's Creed Ubisoft. Das war teilweise schon echt krass. Dass man da wirklich in irgendeinem Assassin's Creed-Teil, kann ich mich noch erinnern, hatte man irgendwie, ich weiß die Zahlen nicht mehr, aber man hatte irgendwie Kapitel 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 12 von Anfang an und die fehlenden Kapitel musste man dann extra nachkaufen. Von Anfang an verfügbar, Day One DLC. Super cool. Genau sowas ist halt dann echt scheiße. Ja. Oh, wir haben noch ein Rennen vor uns. Ich dachte, wir sind fertig. Na gut, ein Rennen machen wir noch, aber dann ist Schluss.
Ja, ich weiß, aber dann machen wir jetzt fertig. Mewtwo war gratis. Ah ja, gut. Das wusste ich nicht mehr genau. Haltet eure Hörner fest. Hier kommt Spyro. Ah. Hilfe. Aber die Piranha-Pflanze nicht, ne? Die musste man kaufen. Ah, beziehungsweise hat man irgendwie... Ach, wie war denn das? Die konnte man kaufen... Aber ich glaube, man hat sie auch kostenlos zum DLC dazu bekommen oder so. Was hat man den Key bekommen? So war das, glaube ich. Die hat man quasi als so Pre-Order-Bonus. Oh, ja, genau. Das ist auch was, das ich Nintendo anrechne. Weil als ich mitbekommen habe, dass die jetzt auch anfangen mit Pre-Ordern und sowas, habe ich mir gedacht so, ah, uncool. Ihr wart doch immer die Festung, die so einen Scheiß nicht mitmacht. Aber... Bei Nintendo kriegst du den Vorbestellbonus, beziehungsweise es ist ja eigentlich meistens eine Preisreduktion oder mehr Goldpunkte quasi, irgendwie sowas, immer auch noch nach Release. Die nennen das dann auch immer Frühkäuferbonus und du kriegst es nicht nur beim Pre-Ordern, sondern ich glaube bis zu einer Woche nach Release. Und das finde ich dann wieder voll in Ordnung, weil im Grunde wollen ja so große Publisher mit so Pre-Order-Sachen hauptsächlich die Presse ausschließen. Die wollen halt nicht, dass dann schlechte Reviews kommen und dann kauft's wieder keiner. Die sollen das lieber vorher kaufen, bevor die schlechten Reviews kommen, weil dann ist das Geld schon in der Kasse. Und da habe ich mir eben gedacht, als Nintendo damit angefangen hat, ah, das ist einfach uncool. Aber wie gesagt, dadurch, dass die das immer auch einen Zeitraum nach Release weiterhin anbieten, ist das entschärft für mich. Weil dann fällt eben genau dieser Punkt weg, von wegen, wir wollen nicht, dass du unsere schlechten Reviews nach Release lesen kannst. Und das ist dann cool. Dann verstehe ich ehrlich gesagt nicht, warum die das überhaupt machen, aber mein Gott. Ich glaube, Leute pre-ordern einfach manchmal gerne. Und dann... Warum nicht? Wenn nur Mario Kart Tour nicht wäre, wenn nur diese blöden Lootboxen in Mario Kart Tour nicht wären, die machen mir wirklich Angst, weil Mario Kart Tour ist einfach ein Nintendo-Spiel. Es ist ein Handy-Ableger und so weiter und so fort, aber hier wurde wirklich das Tor zum absoluten Shit-Money-Grab aufgerissen. Dabei ist das an sich ein gutes Spiel. Es ist wirklich für ein Handyspiel erstaunlich komplex und ich mag es gerne. Aber diese blöde Lootbox-Monetarisierung ist furchtbar teuer, nutzt alle diese hinterhältigen Mechanismen, die man so kennt aus Handyspielen. Ist einfach furchtbar. Ist einfach furchtbar und gerade für Nintendo furchtbar, finde ich. Wenn das nicht von Nintendo wäre, würde ich es wahrscheinlich gar nicht so schlimm finden. Aber dass die jetzt mit so einem Scheiß anfangen, das finde ich sehr schlimm, wirklich. Ich hoffe, das ist ein einmaliges Experiment. Ich bin zumindest froh, dass die mit Fire Emblem Heroes, das viel zahmer monetarisiert ist und viel netter monetarisiert ist, dass man wirklich auch kostenlos ohne Probleme spielen kann, wenn man will, dass die damit wesentlich mehr Geld verdienen als mit Mario Kart Tour, weil diese Lootboxen sollten einfach echt nicht sich rechnen für Nintendo. Sonst habe ich schlimme Befürchtungen. Weil so ein Abo-Modell finde ich ja ehrlich gesagt gar nicht schlecht, wenn es gut ist. Damit kann ich mich anfreunden, damit kann ich leben. Das ist im Grunde auch nur ein DLC auf mehrere kleine Portionen aufgefächert.
Und wenn dann Spiele, die ich gerne mag, wie Mario Kart oder Smash Bros. In Zukunft wirklich über Jahre hinweg mit neuen Content versorgt werden, zu einem vernünftigen Preis, habe ich da überhaupt kein Problem damit. Aber mit Lootboxen und irgendwie so Mechaniken von wegen, hey, wenn du diesen super Lootbox-Charakter hättest, könntest du noch viel mehr Punkte machen. Das ist halt einfach scheiße. Das ist nicht cool. Wie kann ich die Piranha-Pflanze als Zusatzinhalt erhalten? Vorgehensweise Ablauf. Zum Erhalten deines kostenlosen Downloads-Codes kaufe über den Nintendo-Account die digitale Version oder registriere deine Handheld-Version von Smash Bros. Ultimate bis 31.01.2019. Ah ja, genau. Wenn man sich für dieses Goldpunkte-Bonus-System anmeldet, hat man die quasi kostenlos bekommen. Okay, das ist ja eigentlich okay. Jo, Animal Crossing befindet sich auch schon zu KP. Wie viel Prozent? Ach so, ja, ich habe das auch schon gekauft, Animal Crossing. Ich habe mir das auch schon vorinstalliert, damit ich gleich Mitternacht loslegen kann. Bei Mario Kart merkst du, dass Big N nicht unabhängig ist. Das stimmt eben leider. Das ist ein reines Investorenspiel. Das ist genau das, was die Investoren von Nintendo seit mindestens 10 Jahren mittlerweile fordern und gegen das sich Nintendo immer gewehrt hat. Aber jetzt ist es halt soweit. Hast du bis heute nicht bekommen, obwohl du von Anfang an registriert bist? Ich glaube, da hättest du nur irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, weil ich habe auch eine E-Mail geschrieben von wegen, ich weiß jetzt nicht genau, was los ist, und dann musste ich irgendwas machen und dann habe ich den Key bekommen. Aber ich weiß nicht mehr genau, aber ich befürchte, das ist jetzt abgelaufen. Irgendwie. Leider. Cannibal Crossing, das Horrorspiel. Das ist dann wahrscheinlich an Halloween vielleicht der Event, wer weiß. Oder eine Metalband, Cannibal Crossing. Das wäre cool. Naja, so, jetzt machen wir aber Schluss. Für heute, würde ich sagen. Es ist schon spät. Ah, der letzte Schluck Tee, der immer fast nur aus Honig besteht. Ein bisschen eklig, super süß, aber irgendwie auch geil. Warten wir noch die Ladezeit ab. Ich gehe noch schnell in den Shop. Vielleicht können wir irgendwas freikaufen. Aber ehrlich gesagt, wirklich, wenn kein Event ist, weil wir gerade bei Money Grab sind. Crash Bandicoot Racing hat da auch so eine Mechanik. Am Wochenende kriegt man doppeltes Gold und ab und zu gibt es online so Events, dass man sogar fünffaches Gold kriegt und sowas. Da kann man sich ein bisschen was zusammengrinden. Aber im Endeffekt ist das Spiel schon auch darauf ausgelegt, dass du ja auch optional ein bisschen Ingame-Währung kaufen könntest, wenn du wolltest. Das geht natürlich. Mein Gott, die Ladezeiten. Ich will doch nur noch schnell in den Shop schauen, Leute. Was ist denn los? Weil mich interessieren würde vor allem, wie viel Geld wir jetzt ergrindet haben in der ganzen Zeit. Ah doch, 2000. Na schau. Immerhin, das geht ja. Da kaufen wir jetzt Jäger. Einen neuen Charakter, den ich noch nicht habe. Na, her damit. Herzlichen Glückwunsch, Jäger. Gnasty Gnorg. Ich dachte, den habe ich schon. Scheinbar noch nicht. Na gut. Gute Nacht zusammen. Katka und als Abspannmucke Bubble Ghost Main Theme. Ich glaube, das lässt sich sogar verwirklichen. Warte mal. Das machen wir. Bubble Ghost Main Theme. Den Hörerwunsch nehmen wir noch entgegen.
Warte mal, da muss ich kurz was in den Einstellungen ändern. Aber ich sage auf jeden Fall trotzdem schon mal gute Nacht, schlaft gut und bis zum nächsten Mal. Jetzt mache ich hier mal den Sound aus und von mir aus gute Nacht. Danke, Katka, für den erfüllten Musikwunsch. Gerne geschehen. Gute Nacht.